Hey, willkommen zurück zu meinem Let's Play Folge 3 Bioshock. Intro. Gehen wir es wieder an. Folge 3. Es geht weiter mit Bioshock. Ich würde sagen, wir starten ein kleines Spiel. Spiel starten. Weiter. So, beim letzten Mal sind wir ja in ein neues Areal gekommen, nachdem wir einen Dr. Steinberg besiegt haben. Und jetzt ist es dann bald so weit, dass wir einen Atlas treffen, wenn es wahr ist. Ich bin ja ein paar Mal verreckt bei so Big Daddies. Ich hoffe, das funktioniert halt ein bisschen besser. So, ich muss mich kurz wieder einfinden. Okay. Da tut man wechseln. Alles klar. Jetzt kommt der gleich wieder der Big Daddy, bei dem ich beim letzten Mal gestorben bin. Ich muss gerade schauen, wie wir ausschauen, waffentechnisch. Schrot. Panzerbrechende Munition. Normale Kugeln. Gut. Ich werde wieder so verrecken. Schrieben aber keiner was über sehr traurig. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigene Position, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Da war doch beim letzten Mal der Big Daddy. Jetzt ist er nicht mehr da. Wo muss ich überhaupt hin? Ich geh mal da. Dem Pfeil nach. Da haben wir schon wieder so ein paar Häusern. Ah, shit. So. Erste Hürde mal geschafft. Tu mir das nicht an, okay? Auf den Boden! Auf den Boden! Da ist der Big Daddy, oh shit. Ich probiere den jetzt einfach. Das gibt's ja nicht! Boah, ich glaub hier. Ach Gott! Ich glaube, ich muss ein bisschen ausrüsten mit Verbandskästen und Eve spritzen. Weil sonst wird das nichts. Ich habe keine Waffen, keine Munition mehr. Ich probiere jetzt das nochmal hacken. Es wäre dumm. Was tue ich? Dummheit. Ich muss aus deiner kommen, tut mir leid, das ist nicht so einfach. Ja,
Ich verstehe das nicht, wie sind da rumgekommen? Ich muss den. Du brauchst dann links auf zu. Das müsste doch so irgendwie funktionieren. Das brauche ich. So. Jetzt das. Dann tauschen wir das mit dem. Das nehmen wir sie. Das tauschen wir aus mit dem. So ein längliches Outfit zu brauchen. Ne? Bitte gib mir eins, danke. Und dann ist der quer. So. Ja, viel habe ich jetzt nicht gekriegt. Willkommen im Zirkus der Werte. Was genau habe ich jetzt gekriegt? Gar nichts, oder? Nicht viel. Ionischer Schrot. Gegen elektrizitätsanfällige Ziele. Ist der Big Daddy ein elektrizitätsanfälliges Ziel? Ich sag das dreimal hintereinander ganz schnell. Elektrizitätsanfälliges Ziel, elektrizitätsanfälliges Ziel, elektrizitätsanfälliges Ziel. Ich nehme doch das Neues. Das ist ein Schatz. Gut. Probieren wir es nochmal. Ich probiere jetzt das ionische Schrot aus, wenn das nichts hilft. Das leichte. Das ist nicht machbar. Das. Ich fluche. Geh weg! Shit, ey. Ja, hau auf, einfach. Aber viel hat er nicht mehr. Aber ich habe auch nicht mehr viel Munition und Leben. Ich mach das jetzt so lange, bis ich halt einfach stirb, hilft nichts. Ja, aber einfach genau gar keine Munition mehr, ist auch geil. Aber ich konnte es probieren, weil der hat ja dann so komische Dinger geschossen. Die Beine. Bist du schlecht? Er wird einfach nichts mehr. Ich bin am Verzweifeln.
Das bringt halt nichts, wenn ich den mit dem. Jetzt schießt du wieder wer? Da hinten sind wieder die Toten. Ey, das gibt's ja nicht. Ich brauch Munition. Was ist das? Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit halt verwendet. Okay. Nimm ich. Junge. Gut, an dieser Stelle beende ich dieses Let's Play. Ja, leider muss ich sagen, ja. Herzlich willkommen zum unfähigsten Let's Player dieser Welt. Was ist das eigentlich? Heilen. Hacken. Das kann doch nicht so schwer sein, das gibt's ja nicht. Wenigstens habe ich das geschafft. Wenigstens ein Erfolg, aber recht viel hört das auch nicht. Ich hab keine Munition mehr pushen. Und Mädels. Was ist mit dem? Macht er einen Breakdance oder was? Gib mir dein Geld. Oder gib mir Munition, das wäre mir nur lieber. Was? Wo ist der wer? Da unten ist einer. Da unten versteckt sich einer. Das ist ein Geschütz. Ich will dich hacken. Das Spiel kostet mir Nerven. Decke mal alles auf, dann sollte es ja eigentlich schneller gehen. So, geht er dahin. Erfolgreich Säcken. So, der Kästchen ist mir. Vielleicht ist das auch so geschützt. Pistolenmunition. Wenigstens sowas. Ich hab schon wieder keine Energie mehr. So, wie viele tot war das jetzt? Fünfte oder vierte? Willkommen!
Ich habe auf der zweiten Schwierigkeitsstufe eingestellt. Das kann so nicht sein, dass ich da stirb. Ich bin wirklich so schlecht. Da schießt du schon wieder. Achso, das ist meine Drohne wahrscheinlich. Ja, na! So! Ich rette dich, weil ich so nett bin. Obwohl du es nicht verdient hast. Wow! Also, Adam ist es nicht gut. Ja, gib mir mein Geschenk. Ja, am liebsten. Tenebaum möchte ich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybär, den du bei der Gator's Garden. Ach Gott. Wir sind schon wieder Gator's Garden. Das war ganz am Anfang, gell? Wo ich. Da muss ich wieder zurückreisen. Aber da komme ich sicher nochmal hin. Ah, da ist der Teddybär. Adam. Hypnotize bei Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Fälle? Unser neuester Hypnotize Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie eine Big Sister. Eine Little Sister. Achso, das ist auch wieder so ein Dings. Wie kalt man das einmal? Okay, da kann ich für Adam kann ich auch Gesundheit und so Zeug kaufen. Extra Nutrition. Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Das ist einmal gut. Also das muss ich immer ausrüsten. Ach Gott. If me. Ja, ich darf gerne wissen, was das genau war da nochmal. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Tempo-Hacken. Das ist die Fließgeschwindigkeit. Ja, ich brauche irgendwas, was mir bufft, wo ich mehr aushält, weil man sieht, ich stirb schon relativ Bringen schnell. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen wir. Das kenne ich schon. Schleudert Kreaturen und Objekte mit einem Energiestrahl zurück. Bekämpfen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurricanes. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. Das ist jetzt interessant da. Wenn Haltluft nicht mehr funktioniert, ist es gut. Ja. Ich probiere das jetzt statt dem Telekinese aus. Erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Erhöht Maximum Eve. Das ist mal sehr gut. Das brauche ich auch. Festfrieren. Erhöht Schaden, wenn den die Kameras. Okay. Jedes Mal, wenn sie hacken, das ist gesund. Jetzt muss ich auch wieder auswaschen. Okay. Los, muss mal gut sein. Das ist jetzt dieses Hurricane-Ding. Mir fehlt immer noch Munition. Probier das mit dem Wild mal aus. Ich muss ein bisschen looten, dass ich was finde. Das hacken wir auch noch schnell. Das sieht schwer aus. Fuck. War klar. Jetzt kommt da was Gescheites auch.
Gut, geschafft. 50 Dollar. Willkommen im Zirkus der Werte. Kartoffelchips, okay. Gut. Es wird ein bisschen besser jetzt. Jetzt lassen wir mal den Big Daddy weg, das ist ja schon mal. Da unten schießt die Drohne immer noch mal dumm. Die haben wieder ein bisschen was für mich. Ich sollte dann auch angewendet, dass ich öfter speichere, bevor irgendwas Größeres passiert, dass ich da nicht immer alles verliere. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen gebufft. Einklopfen finde ich schon mal sehr interessant. Da muss sicher kommt sicher irgendeine Zwischensequenz oder irgendein depperter Gegner. Ich speichere einfach einmal. Okay, wenn das immer so lange dauert, überlegen wir es nochmal. So, anklopfen. Servus. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Okay, wie eine Forschungskamera von mir. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Ja. Gesang ist in so Horrorgeschichten immer ein schlechtes Zeichen. Hacken, eine Medistation. Tut mir leid, ich muss da hacken, weil ich muss mit den Ressourcen ein bisschen sparen. Wenn das ein bisschen schneller gegangen ist, war das schon ein Hit. Vielleicht gibt es da noch irgend so ein Upgrade. Dummheit hoch 10. So, was wird jetzt unsere Kamera vom Hafenmeister? Da unten schießen sie noch immer mal drum. Was ist das? What the fuck, Alter? Wie holt denn die Alter aus? Er schickt mir ein Wahnsinnsding. Das ist mein Wahnsinnsding. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderbalken nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wow. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Kapiert. Ein Granatenwerfer, das ist ja schon mal was. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Gut. Wir müssen jetzt zu diesem komischen Hafenmeister oder was auch immer das ist und eine Kamera besorgen. Die stehen schön im Wasser, das gefällt mir. Erst! Scheiße!
Puh. Bitte wieder Munition, bitte Munition. Gesammelte Kartoffelchips, okay. Ich hab schon wieder so viel Energie verloren, das ist echt der Hammer. Wer schießt da deppert mit Kanonenwerfern? Oder mit Kanonen? Der da, der Lustige. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bis sie den Bauch aufschlägt. Überall hört man Geschisse. Überall wird geschossen. Das Gute ist, dass dieser Windstoß auch relativ gut Schaden macht. Wenn man den Eve hat. Das ist wirklich ein Ressourcenkampf da in dem Spiel. Diese Granaten da am Schluss immer explodieren. Tut mir leid, ich muss nochmal speichern. Jetzt geht's halbwegs. Puh. Wer hat geglaubt, dass das so anstrengend ist? Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben und dann musst du dich da konzentrieren. Aber es macht schon Spaß, muss man auch dazu sagen. Da kann ich mir die Little Sisters rein. Jetzt war ich das erste Mal einkaufen mit Schutzmaske. Ist ganz lustig zu beobachten, wie ein Teil das einfach nicht ernst nimmt und einfach ohne Masken einkaufen geht. Das Problem ist ja, glaube ich, dass keiner. Bei uns zumindest kann er Masken vom Geschäft austeilt. Deswegen denken sie die Leute, oh, keine Masken, okay, dann geh halt ohne eine. Wer weiß, vielleicht wissen die ja gar nicht, vielleicht gehen die davon aus, dass Masken austeilt werden. Und wenn es keine gibt, dann haben sie halt keine. Aber Pflicht war es schon, was ich so gehört habe. Eine Kontaktmine. Sonic Boom. Entschuldigung. Eine Kontaktmine. Nicht schon wieder so ein Big Daddy. Das gibt's ja nicht. Wir sind denn hinmachen? Was, aber die lässt es in Ruhe, oder was? Lärm. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja, du, genau, du Schlechte. Geh weg! Big Daddy is watching you. Tagebuch. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert. Denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkannenladen hat,
wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Eine Seeschnecke. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Dreh dich um, Teddy. Ich will einer Konfrontation mit dir gerne aus dem Weg gehen. Vorübergehend. Überall erst zu Schüsse. Was schießt denn da die ganze Zeit? Was ist da hinten? Wie kommen wir da hin? Da ist auch noch was. Ja, lass mal sehen. Ah, dieses so. Geh weg! Ich lade das vom letzten Speicherstand. Wisst ihr, ich spiele jetzt eine halbe Stunde, ich habe genau gar nichts erreicht, außer dass ich da den depperten Kanonenwerfer gekriegt habe. Siehst du, den hätte ich gleich verwenden können gegen einen Big Daddy. Nein, danach ist man immer gescheiter. So, jetzt kann ich die Nummer alle machen da. Ich hätte es einfach nicht laden sollen. Aber jetzt weiß ich, wo es stehen. Ich bin da. Flüchten! Was hast du mir reingetan? Kann doch nicht da durchschießen. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert. Hey Daddy. Das zieht ja nicht so. Ich müsste es weiter erinnern, hilft nichts. Lalalala. Ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hat er es. Ich bin aber überlegen, ob ich dann einen Death Counter im Nachhinein einfüge. So, ich gehe jetzt einfach den Weg wieder da. Kontakt? Ah, da kann man die auswählen. Ah ja, das war da. Okay, jetzt muss ich wieder da hinterher. Ich habe schon wieder kein Leben und kein. Was ist das? Ich bin's. Wer hat das gesagt? Ich. Hey, Bobby.
Wer gehört? Willkommen im Zirkus der Werte. Ich glaube, man sollte einfach mehr Leute aus der Decke. Dumm. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wenn man das Eve auflockt. Rad war nicht so viel, wenn ich so kacke ausschaue, aber ich bin Allergiker. Und ich spiele es momentan ein bisschen, Alter. Jetzt probiere ich was aus. Jetzt probiere das mit den Kontaktminen aus. Schneller! Geil. Die ziehen gescheit an. Wow, die ziehen echt geil an. Ich habe keine mehr. Schrot. Den Schaufe. Wo ist ihr Daddy? What the fuck? Zack! So, wo ist die Sister? Wo ist die kleine Schwester? Speichern, speichern. Jetzt mal, wenn ein Big Daddy schafft, durch ich speichern. Aber cool, dass ich Schrotmunition habe. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Da muss doch irgendwo die kleine Schwester jetzt sein. Wo ist das Schwesterchen? Uiuiui. Ich muss nochmal zurückschauen, vielleicht habe ich die was sehen. Weil das Edel hätte ich schon gern. So, da ist Daddy. Da hinten ist schon wieder so eine depperte Drohne. Das nervt so viel. Liegt da irgendwas, was ich brauchen könnte? Ich schieße das da, weil das ist mir zu blöd. Erst, wo ist denn die Little Sister hin? Stellt sich vor, ich hätte jetzt keine Munition. Kameras? Ist das zur Kamera? Nein. Was ist das? Mit Hilfe von Sicherheitsnotschaltern können sowohl jede aktive Sicherheitsalarm als auch unlimited Sicherheitsbots abgeschaltet werden. Kostet $20. Okay, wir nicht. Nein.
nein, nicht mit mir. Ich will jetzt erkannt werden schon wieder, dass schon wieder en masse Gegner von daher kommen. Aber ich hätte ganz gerne das Dummadel da. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Vision. Er gehört zu der Vision, Gauner. Zu dem Gauner mit Vision. Was ist das? Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Weißt du, Lust hast dabei zu sein? Der Code ist 5380. Gut. Hackt man nochmal da was, dass ich vielleicht ein bisschen was kriege, dass sie austritt. Geht da hin! Und dann schauen wir, ob er uns kaufen kann. Strohmunition. So, die Kamera da oben haben wir jetzt destroyed. Jetzt schaue ich noch gar nicht, was ich für Munition am besten nehme. Aber nur mal panzerbrechende Pistolen mal nicht so. Gut, die Schrot heben wir auf. Wie lockt man nochmal das Eve auf? Ah, 4, okay. Ah, cool, das ist eine neue Vita Chamber, das ist gut. Da muss ich nicht mehr von vorn starten. Da ist schon wieder so beide Dings. Schaß. Nicht mit mir. Da liegt der Haufen Zeug drüber, nichts kann ich nehmen. Schrotmunition ist sehr gut. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Das ist sehr schön. Wo? Ist schon wieder so eine blöde Kamera. Sicherheitsnotschalter. Deppert, dass ich das trief? Jetzt. Renn schneller! So, haben wir wieder zum Hecki-Hecki. Hecki-Secki. Ah, Mann! Oh, Mann! So. Hoffe zu. Und jetzt noch rechts. Ja, da! Was bist du von mir? Die haben das mir so lange zurückgeholt. Das kostet mal Energie.
Ich bleibe mal wieder der Pistole. Mann! Tut mir leid, ich muss die wieder hacken. Das hilft mir doch ein bisschen. Schwer! Oh mein Gott! Das war so klar. Das war so klar. So was Gescheites, bitte. Na, Dummheit! Dummheit schlägt zurück! Ich muss das nochmal probieren. Wie soll ich da weiterkommen? Was ist das da für ein komisches Gerät da in der Mitte? Bringt das was, wenn ich das da? Keine Ahnung, werde ich gleich sehen. Wilson! Wilson! Leider, ich sag's euch, ich komme nicht wirklich voran. Sind jetzt wenigstens die ganzen Geschütze hier, ich hoffe doch. So, Schrot, hilft alles nichts. Aha! Woher ist das jetzt gekommen? Da hätte man nicht einmal erwischen dürfen. Ich bin fort mit dir. Am besten haben wir da alles. Auf! Und dann hat man sehr Ruhe. Ja, so ein bisschen Energie war vielleicht nicht schlecht. Ejo. Das hat der Lucky gut gemacht. Und wird er auch nicht ausgelacht. So. Der ist hinüber. Ach, da ist so ein Hedl. Erst, ihr habt doch geschossen. Ich will gar nicht mehr hacken, jetzt geht es mir nur mehr auf die Nerven. Ist da was? Oh, Verbandskasten. Oh, sehr schön. Einmal heilen, bitte. So, jetzt sollten aber mal hoffentlich alle hinig sein, oder? Bitte. Bitte. Kommen wir da durch? Ein Geheimgang. Aber das ist eine blöde Kamera. Pass auf. Jetzt kommt das nicht mehr zurück. Ganz viel Loot, die Loot, Loot. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. So, wer wieder ein bisschen Munition kriegt, das ist nicht schlecht. Für mich. Ihr habt doch Zeit auf das Depperdash los.
Ist da noch irgendwas zum Holen? Das ist, glaube ich, auch Standard, dass in jedem Spiel man die Klos spülen kann, wenn uns zur Verfügung steht. Ich müsste nochmal gar mich heilen auf Heckbasis. Aber was sind diese komischen? Okay, die muss ich vermeiden, diese Platten. Das wird ja immer schöner. So. Gut, dann gehen wir mal durch dieses kleine Wändchen. Da ist wieder so ein Vita Chamber, das ist auch sehr gut. Es geht eh ein bisschen voran, man kann sich auch nicht beschweren. Schon für das Hacken habe ich da schon irgendwas? Nein, gell? Nein, da habe ich noch nichts. Wie kann man sich das irgendwie, kann man da die noch weiter freischalten, dass ich mehr Plätze freikriege? Das war nur interessant. Geht sicher, weil sonst waren da nicht danach noch andere Fachen frei. Aber wann das die Möglichkeit ist, das darf mich interessieren. So, ich muss kurz auf die Uhr schauen. 53 Minuten. MG aufheben. Habe ich schon so viele MG-Patronen, dass ich keine mehr aufheben kann? Ich habe sehr viel MG-Munition. Entweder kommt da jetzt ein fetter Boss. Dann sterben wir nicht, wenn da jetzt was kommt. Ich speichere mal ja und dann schauen wir sich das noch an und dann sind wir eh schon wieder fertig. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Interessant. Jeder Gegner hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von den Splicers auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrierst und heranzoomst. Okay. Okay, die Splicer sind diese mit die Hackeln, gell? Forschungsbonus für Spider-Splicer erhöht Schaden, wenn Spider-Splicer sind anfällig für Antipersonen, Munition und Elektrizität. Kann ich nur ein Foto machen? Wie würde diese. Ah, da, okay. Selbst im tiefen Meer sieht. Weg ist es. Gut, dann haben wir die Kamera. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück zu dem lustigen Menschen. Ah, Dummheit! Mal wieder. Und da haben wir noch Munition aufgehoben. Danke. Na.
wenn ich behaupte es. Jetzt wird es wieder halbwegs mit der Munition, jetzt habe ich wieder ein bisschen was benannt. Hoffentlich muss ich den jetzt nicht killen. Was ist das? Ich habe eine Idee. Wann das funktioniert, wie ich das will. Ich wollte eigentlich versuchen, also das ist Adam, oder? Achso, neues Plastiz, ich will nerven Sie für die verdammten Sicherheitskameras, markieren Sie Ihre Feinde mit unseren fotoelektrischen Insekten und schon sind Sie Kameras. Okay. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Da gibt es ja Haufen. Da gibt es ja Haufen Fähigkeiten. Du glaubst, du kennst mich? Ja, ist ganz witzig. Und was machen wir mit dem jetzt da? Geht er wieder zurück? Ich muss die Kamera trotzdem kaputt machen, weil die nervt mir sonst. Ich tue jetzt wirklich Munition sparen, weil man sieht, wie schnell man da leer wird mit Munition. Was ist das? Eine Kiste. Nur ein Tagebuch. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Was, die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Dann lass uns schleunigst hier verschwinden. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein super. Großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Unnötig losgehen. Okay. Ja gut, meine Lieben. Die blöde Kamera, da mache ich noch hin. Du hast zu viel Munition. Gut. Wir speichern hier. Also ich muss sagen, dafür, dass ich so oft gestorben bin heute, sind wir doch ein bisschen vorangekommen. Ja, ich habe die Woche jetzt dann Urlaub, das heißt, da wird jetzt vielleicht ein bisschen öfter was kommen. Und ja, sonst bleibt es gesund. Setzt Masken auf, wenn ihr einkaufen geht. Und bleibt daheim. Und wir stehen das gemeinsam durch. In diesem Sinne, arrivederci.